Wir beginnen den Tag heute mit einer wirklich traurigen Nachricht, die die meisten von euch sicherlich schon mitbekommen haben. Eine Boeing 737 MAX 8 der Lion Air ist vergangene Nacht ins Meer gestürzt. Das ist damit der erste Absturz einer Boeing 737 MAX überhaupt. Und wir wissen aktuell noch nicht viel, aber das, was man heute Vormittag schon rausfinden konnte, das fasse ich jetzt mal kurz für euch zusammen. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und wir fangen natürlich erst einmal an mit den Fakten, die mittlerweile von den verantwortlichen Behörden dort drüben aus Indonesien schon bestätigt wurden. Eine Boeing 737 MAX 8 der Lion Air mit der Registrierung Papa Kilo, Lima, Quebec, Papa war heute Morgen gegen 6.21 Uhr Ortszeit in Jakarta, in der Hauptstadt Indonesiens, gestartet. Das Flugzeug machte sich heute Morgen mit 189 Personen an Bord auf den Weg. Demnach war die Maschine voll besetzt. Zwei von den 189 Menschen an Bord sind die Piloten, ein Kind ist dabei, zwei Babys und sechs Flugbegleiter. Die Maschine sollte ursprünglich nach Pangkal Pinang fliegen, auf eine Nachbarinsel. Das ist ein Flug, der normalerweise etwas mehr als 50 Minuten dauert. Das, was man mittlerweile von den Flightradar-Daten über diesen Flug weiß, ist natürlich nicht annähernd so genau und so umfangreich wie das, was wahrscheinlich schon in wenigen Stunden durch die Flugdatenschreiber verfügbar sein wird, den man Stand jetzt, also kurz vor 8.30 Uhr, noch nicht gefunden hat. Allerdings lassen auch schon diese ungenauen im Internet verfügbaren Daten über den Lion Air Flug 610 nichts Gutes vermuten. Die Boeing 737 stieg nach dem Start innerhalb von 3 Minuten auf etwas mehr als 5000 Fuß. Das ist für eine 737 natürlich nicht unüblich, völlig normal. Allerdings blieb das Flugzeug erst einmal auf dieser Höhe und pendelte quasi die nächsten 10 Minuten immer ein bisschen hoch und runter. Das ging wie gesagt fast 10 Minuten so, bevor das Flugzeug dann schlagartig an Höhe verlor. Mittlerweile wurden von Flightradar aus der Aufzeichnung des Fluges etwas genauere Daten veröffentlicht, die einen großen Ausschlag der Vertikalgeschwindigkeit zeigen. Die Vertikalgeschwindigkeit bekommt der Pilot auch im Cockpit angezeigt und es sagt ihm quasi, wie viel Fuß er pro Minute steigt oder sinkt. Und da sieht man erst einmal einen wirklich deutlichen Ausschlag mit über 5000 Fuß pro Minute nach oben. Und dann geht es aber mit über 30.000 Fuß pro Minute nach unten. Das würde bedeuten, wenn diese Daten so tatsächlich stimmen, dass das Flugzeug, die Boeing 737, aus dieser Höhe von etwa 5.000 Fuß nur wenige Sekunden gebraucht hätte, bis sie dann auf dem Wasser aufschlug. Allein schon nach den hier verfügbaren Daten kann das eigentlich niemand überlebt haben. Das war nun gut 12 Minuten nach dem Start. Der Pilot hatte, nach Aussage der verantwortlichen Behörden, kurz zuvor bei der Flugsicherung angefragt, zum Flughafen von Jakarta zurückzukehren. Kurz nachdem das Flugzeug dann vom Radarschirm verschwunden war, waren bereits die ersten Leute an der Unglücksstelle und man fand nur Trümmerteile. Bilder davon gibt es gefühlt alle paar Minuten neu auf Twitter. Neben kleinen zerstörten Flugzeugteilen fand man auch kleine zerstörte persönliche Gegenstände der Passagiere. Die Chance, dass das hier jemand von den 189 Insassen an Bord überlebt hat, ist eigentlich gleich null. Mittlerweile haben sich mehrfach Sprecher der Behörden, die Regierung und der CEO von Lion Air zu Wort gemeldet. Da wurde mehrfach bekannt gegeben, dass es aktuell noch keine Erkenntnisse gibt, die auf eine bestimmte Unfallursache hindeuten. Aktuell konzentriert man sich auf die Suche nach Flugzeugteilen und nach Insassen. Auch Daten zur Besatzung wurden mittlerweile veröffentlicht. Der Flugkapitän arbeitet demnach seit über 7 Jahren bei Lion Air und hat über 6000 Flugstunden auf der Uhr. Sein Co-Pilot hat über 5000 Flugstunden. Lion Air ist eine 1999 gegründete indonesische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Jakarta. Man betreibt aktuell über 110 Flugzeuge aktiv in der Flotte und hat über 200 weitere Maschinen bestellt. Damit ist Lion Air eine Fluggesellschaft, die recht stark wächst und auch viele junge, moderne Flugzeuge betreibt. 11 der aktiven Maschinen der Lion Air sind vom Typ Boeing 737 MAX. Das sind alles ganz neue Flugzeuge. Die Unglücksmaschine hatte ihren Erstflug Ende Juli 2018 und wurde am 15. August 2018 an Lion Air übergeben. Jetzt gerade, wo ich das Video aufnehme, also gut 8 Stunden nach dem Unglück, waren das erst einmal die wichtigsten Informationen zu dem Vorfall. Der CEO von Lion Air sagte außerdem noch, dass die Unglücksmaschine, die 737 MAX, in der Nacht von Sonntag auf Montag zur Lösung eines kleinen technischen Problems in der Wartung gewesen sei. Allerdings wurde sie am frühen Montagmorgen für ihren Dienst heute freigegeben. Und worum es sich bei dem technischen Problem handelte, das wissen wir auch nicht. Und das war damit das, was man bis zum jetzigen Zeitpunkt über den ersten Absturz einer Boeing 737 MAX 8 mit wahrscheinlich 189 Todesopfern weiß. Bei den Daten verbietet sich wahrscheinlich jegliche Spekulation über die Unglücksursache. Wir wissen nur, dass da irgendwas ganz gewaltig schiefgelaufen ist. Was das war, das werden wir vielleicht nicht mehr heute, aber bestimmt demnächst irgendwann erfahren. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass man heute noch das Wrack finden wird und damit auch sicherlich bald schon die Blackboxes hat und die dann analysieren und auswerten kann. Das Flugzeugwrack vermutet man übrigens in einer Wassertiefe zwischen 30 und 35 Metern. Da sind seit Stunden Taucher unterwegs, die versuchen, das Ding zu finden. Und für die dann hoffentlich schnell verfügbaren neuen Informationen bin ich dann sicher nicht mehr die richtige Anlaufstelle. Das kann ich so schnell nicht updaten. Da sucht ihr euch am besten einfach die Nachrichtenseite eures Vertrauens und da wird in den nächsten Stunden bestimmt noch einiges an Infos kommen.
Und bis dahin, erst einmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen und dann bis morgen und tschüss.